Gott. Oh Gott. Ah. Versucht der Peri den Baumstamm ins Gesicht zu hauen, aber es klappt irgendwie nicht. Dann schieß sie doch einfach. Nein, da steht ein Bett auf dem Feld. Du. Send me a letter someday. Send me a letter someday. Komme, sie mit ihrem Kleidchen herankommt. Von wo aus leuchte ich auf den Boden? Von deinem Kopf. Ah! Oh, jetzt habe ich einen schwarzen Streifen im Kopf. Hat das Ding eine Batterie? Ich hoffe nicht. So. Soll ich für dich den Brunnen abreißen, damit du keine Angst mehr hast? Ja. Besser? Ja. Okay. So. Herr Schmitz, zeige uns den Weg. Was tun wir? Hallo. Ich weiß nicht, ich würde ein Bett bauen, damit wir die Nacht mal loswerden. Wieso hast du eine Sonnenbrille auf? Hast du die ganze Zeit auf? Ja, doch. Mhm. Ne? Ja, natürlich. Was ich werde auch drin? Nacht von deiner Schönheit geblendet, deswegen brauche ich die zum Eigenschutz. Ja, so. Ich dachte, du machst hier so eine, wie hieß der damals, Michael Amabati? Fußgänger, 4 von 12. Sollen wir vielleicht ein Bett neben das Zelt setzen, dann können wir alle drei hier schlafen. Nice. Ja. Ja, magst du ein Bett? Soll ich hinsetzen? Du? Ja, machen. Wo ist denn das? Haus? Ist das? Scheune? Huhn? Zaun? Bunttisch? Oh, ich kann Kaktus bauen. Wo finde ich denn das Bett? Ach, da unten kann ich auch noch. Ah, Moment, ich hab's dann gleich. Kann ich auch suchen? Das ist ja. Hä? Was sind das? Wo sind eigentlich die Baumstämme hin? Also, ich meine, die noch über waren von dem Baum. Vorratsbehälter für Käse. Ah, da war Bett. Bett. 10-mal Holzplanken und 4 Metall. Wir haben noch 2 Metall. Der Schmitz geht Metall kaufen. Oh, ich geh doch mal gucken. 2 Metall. Wenn ich Metall kaufe, mach dir Holz. Ich gehe Baum abholzen. Warum kommst du nicht einfach in die Garage? Ja. Hast du schon? Gott. Was zum... Er hat mich fast überfahren. Das machst du auch hier draußen. Hast du den Kanister? Guck mal an die Wand. Es ist aus. Du musst den Kanister nicht rausmachen, wenn die Maschine aus ist. Ich habe da gar nichts gemacht. Hast du die da gestapelt? Ja. Sehr schön. Extra für dich. Sehr schön. Wo ist denn jetzt das Bett? Ich habe die Orientierung schon wieder verloren. Neben dem Zelt. Ja, wo ist das Zelt? Hier. Okay. Neben dem Steinhaus. Ah, so, okay. Da steht ein Bett auf dem Feld. Hä? Meine doofe Frage, brauchen die Hühner nicht einen Wassertrog? Ich weiß nicht. Gucken wir uns gleich mal an. So, wir können eine Hundehütte bauen. 10 von 10. Wir können einen Hund haben. Wir einen Hund haben können? Ja. Ja, ja, es ist ein Hund zu kaufen. Ich weiß zwar nicht, was dieser Hund macht. Ich vermute mal, dass er Wildtiere wegscheucht. Kann ich das denn abbrechen? Aber... Ich weiß nicht. Was denn? Mit dem Brecheisen. Ah, dann reiß mal ab, bitte. Weg, komm.
wollte einen kleinen Wasserdruck, weil es sind ja Hühner. Bringen wir Wasser her? Ja. Ja, warte. Was passiert hier? Es ist einfacher, wenn ich da was zu sagen darf. Mhm, klar. Es ist einfacher, die Hühner einfach hier reinzustopfen und hier drin zu lassen. Weil die legen hier und da mal ein Ei. Dann habe ich. Das ist doch schöner. Da, hier liegt ein Ei. Oder man zäunt sie ein und hat halt. Ich bin für den Zaun. Hat halt dann eine Übersicht, wo die Hühner laufen, wo man die Eier sammeln kann und wo die hinkacken. Und da kannst du nämlich auch das Futter und das Wasser da reinstellen. Aktuell nehmen die das Futter hier vom Boden. Und das Wasser. Und das Wasser können die aus dem Eimer hier nehmen. Hast du gerade das Futter weggemacht? Nein. Ich dachte, du hast gesagt, wir nehmen das Futter vom Boden. Aktuell nehmen die das Futter vom Boden, habe ich gesagt. Jetzt hast du das Futter zerstört. Es tut mir leid. Muss ich das jetzt hier hinschütten oder was? Nein. Das ist nur das, wo wir das Wasser rausnehmen. Und das hier kommt ja da dran und gibt das Wasser. Und daraus trinken die auch aktuell. Und wohin mache ich Futter? In den gebauten Futtertrog dann. Dann stelle ich das wieder ab. Holzplanke. Du hast es fallen lassen. So Sachen abstellen. Ich nehme mal eben das Metall und pack das ins Bett rein. Dann ist das fertig. Und dann können wir bei ihm schlafen gehen. Dann haben wir nämlich schon wieder Tag und sehen mehr. Ich sehe viel. Ich habe Gamma hochgestellt. Warte doch, bis ich fertig bin. Was sehen? War noch nicht fertig mit dem Rundritt. Das passt noch nicht. Ja, warte, weil wenn du jetzt den Zaun wegmachst, dann kriegst du nicht mehr das volle Holz zurück. Lass kann man den nicht verschieben? Nope. Was? Lass mal eben schlafen gehen, bitte. Der will mal schlafen, ab, der Mann. Ab ins Bett mit euch. Ja. Er kommt mit mir ins Zelt. Geh ich mit. Okay. Na? Oh, nimm die Hand da weg. Was? Meine Hände sind auf meinem Bauch. Alle haben es gesehen. Uiuiui. Guten Morgen, schlafe in einem Bett. Hab ich gar nicht. Guten Morgen. Dann gehe ich mal Futter besorgen. Du kannst, das eine ist ja Futter, das andere ist ein Wassertrog. Mit dem Wassereimer kannst du in den Wassertrog reinpacken. Für mehr Wasser gibt es zwei Möglichkeiten in dem Spiel. Einmal den Brunnen können wir bauen. Dann können wir da den Eimer mal dranhängen und Wasser rausholen. Und einmal gibt es ein Windrad. Ich besorge mal Futter. Hä? Hat ja gar nicht geklappt. Ist hier kein Futter mehr drin? Ich grad was ein. Nein, da ist kein Futter drin. Futter hast du ja am Boden aufgehoben und weggemacht. Und wir haben halt kein Futter. Drinking Water ist das. Peri, denkst auch dran, dass da noch ein Eingang rein muss, ne? Ja, ich muss erstmal sehen, dass ich die Kurve so kriege, dass das hier hinpasst, richtig. Ich brauche keinen Eingang bauen, wenn es vom Platz her noch nicht passt. Mehr als einen nehmen? Nein. Du. Brauchst du den Müll, der dahinter steht, unbedingt, Flausch? Welcher Müll?
Nein. Sieht der auch so? Wann hat sich denn meine Sicht hier umgestellt? Wieso bin ich denn in der Ego-Perspektive? Weiß nicht. Mit V kommst du da raus. Ja. Aber wie ist das passiert? Mit du und du? Wahrscheinlich hast du es geduckt. Niemals. Oh Gott! Ah. Ich habe es Butter gebracht. Ist eigentlich dieser rote Punkt mit den 114 Metern? Hühnerstall. Es ist zu groß. Was ist das? Oh, jetzt ist es weg. Hat sich jemand hier was markiert auf der Karte? Nö. Du markierst für dich. Ach so. Dann habe ich da irgendwas gedrückt. Was passieren denn hier für Dinge? Sollte passen, oder? Sieht so aus. War ein riesiger Stall. Für zwei Hühner. Für zwei Hühner. Gut, die Hühner können wir ja auch vermehren und mehr kaufen und so. Ne? Gab im Laden einen Hahn. Also wollt ihr so lassen? Mir ist egal. Perry, zufrieden? Ja, wir sind konzentriert beim Schneiden. Ich muss mal ganz kurz nach unten. Gleich ein kleiner Notfall passiert. Bin gleich wieder da. Okay. Sägewerk 3 von 10. Sägewerk 4 von 10. Sägewerk 5 von 10. Yeah. 6 von 10. Was passiert bei 10 von 10? 10. Du wirst es sehen. Peri ist besessen. Komm mal schnell. Guck dir das an. Oh mein Gott, was ist hier los? Was? Das ist einfach nicht so passiert. Mir. Nein? Die schwebt einen Meter über dem Boden. Hm. Nicht bei mir. Ja, das sagst du jetzt. Wo denn? Na ja, doch, da ist ein Baum schon runter. Ich hab die schon weggenommen, sie schwebt immer noch. Passiert. Hör auf damit. Sägewerk, zersäge 10 Stämme. Yay. Oh, sie hat aufgehört zu schweben. Geist ist wieder aus hier raus. Sie bewegt sich komisch. Schmeißt du mit Baumstämmen nach Peri? Nein, die ist jetzt immer nur da dran, damit die wieder zu schweben.
Aber ich muss ja sagen, der Sprit, der hält ja schon eine Weile, wa? Ja, der Sprit hält. Du hast mit dem Kanister das Ding getankt. Mit dem Kanister, wenn du Segel wieder auftanken willst, musst du ja einmal rausnehmen, wieder ranstecken. Ach so, das ist der andere Balken, der da runter geht, ne? Das ist der, genau, du hast einmal einen Balken nur voll Spritsäge und einmal einen Balken nur Spritkanister. Und er zieht sich das nicht aus dem Kanister raus, dafür muss er einmal rein rausstecken. Ach so. Ich dachte schon, danach ist die Säge kaputt oder so. Nee. So was gibt's hier. Maybe noch nicht. Keine Ahnung. Der Haufen von den Latten, den ich hier gemacht habe, der fängt schon an zu wackeln. Ich muss alle Latten rausnehmen. Der zuckelt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn es noch höher geht. Ob das geht oder ob er dann umfällt. Latte für den Zaun. Lattenzaun. Nee, den können wir uns nicht leisten. Ja, er ist umgefallen. Ich weiß schon, warum ich das Ding mittig gestellt habe. Die Säge, damit links Platz für den Baumstamm ist und rechts Platz für die Latten, die da rauskommen. Ja, ich bin da ja etwas anders. Ja, also würde ich es auch links in die Ecke stellen. Nee, ich würde die Säge einfach mitnehmen. Die Wege kürzer vom Baum zur Säge. Aber kann man die jetzt noch irgendwie umplatzieren? Ja, gibt's also. Ja, die schon, aber so ein gebauter Zaun nicht. Nee. Ah, das ist ja mal. Hier ist ein betoniert. Alle Ewigkeit gebaut. Ja. Ja, wie viele Bäume machst du denn da weg? Alles nur hier. Oh. Spoiler. Die wachsen auch nicht mehr nach. Kann man Setzlinge denn kaufen? Okay. Aber da sind so viele, das dauert eine Weile, bis man die abgeholzt hat, oder? Naja, wenn du mal guckst, ob wir gerade schon Holz verbauen, wir haben ja nichts extrem Wichtiges gerade gemacht. Ne? Also brauchst du schon gut Holz. Aber es sind eigentlich Bäume. Versucht der Peri den Baumstamm ins Gesicht zu hauen, aber es klappt irgendwie nicht. Ich sehe doch einfach. Hm? Was? Was soll ich einfach? Dann schieß sie doch einfach. Nein, kann sich ja gerade nicht wehren. Dann auch nicht. Wie bewusstlos. Oh, ein Hirsch. Fast geschafft. Er kommt da angehüpft. Der junge Hüpfer. Jungfer. Ah.
Na, ist ja wieder ein Baumstamm. Ja, ich hab noch einen da liegen. Ah. Muss auch die Bauter nehmen und was hier reinstecken. Muss ja nicht warten. Ja, ich warte, dass das irgendwann mal ein Ende hat hier. Ja, bei den Wegen kann ich auch hier selber reinstopfen. Es ist schon fast fertig, wenn ich hier bin. Ja. Stimmt. Ja, und ich stopfe da irgendwie die Sachen rein. Frech. Ich darf das. So, noch ein Town. Ja, für die letzten kommst du rum, ne? Ja. Wo ist das Tor? Gibt es ein Tor? Ich glaube, sie hat ein Tor gemacht. Ich habe nur... Da hinten ist ein Tor. Ach, hier. Da ist das Tor, glaube ich. Hier. Da. Dann können wir die Hühner jetzt wieder rauslassen. Ich leg mal die Latte. Dann können wir die Hühner rauslassen. Piep. Hier, wer ist der Kackebeauftragte? Hier ist Kacke drin. Ich hab dich nicht verstanden. Ach ja. Die gehen zielstrebig immer auf offene Türen zu. Nett. Also, oh, Tür auf. Huhn dreht um. Tür zu. Huhn macht wieder was anderes. Ich kann tatsächlich nicht vorspringen. Ja. Mist. So, Futter und Dings haben sie. Okay, das Futter kann ich doch hier hinstellen, oder? Das Auto wieder leer ist. Das kannst du auch drin stellen, ja. Hier liegen ja auch noch Baumstämme. Ja, hab ich nichts mit zu tun gehabt. Oder waren das meine? Deine oder Theorie? Ich hatte gebaumstammt. Gebaumstammt. Irgendwie ist die Kuppel so ein bisschen vollüblich. Ah. Ha! Verdammt! Ich springe über Baumstamm durch die Gegend. Was liegt denn hier? Ja, was wollen wir tun als nächstes? Wollen wir uns nicht ein kleines Häuschen bauen? Kann man das Häuschen hier noch retten? Kann man Sachen retten? Nope. Das heißt, ich kann es nur abreißen hier. Oder benutzen als für irgendwas. Wer schießt hier? Nein! Warum? Gewöhn dich dran, wir sind Farmer. Wir sind Farmer. Wir wollen Geld verdienen. Ja, aber ich sehe deinen Namen hier rumspringen. Und Fleisch gibt Geld. Und vielleicht sollten wir auch erstmal Geld verdienen, bevor wir weiter Geld ausgeben. Hier steht ein Schrank. Mhm, immer noch. Ist der fertig? Der Schrank ist fertig. Ist das ein Waffenschrank? Wo bist du jetzt gerade? Ja. Nein, das ist immer noch der Schrank, den Peri vorhin gebaut hat, der $200 gekostet hat zum Lagerung von Fleisch. Der ist für Fleisch, das sieht aber aus wie ein Waffenschrank. Ja. Also der Schrank ist dafür da, um von uns gemachtes Fleisch zu trocknen. Ich kann den nur zerstören. Wie kann ich den denn umsetzen? Umsetzen kannst du nicht. Den kannst du in der Tat nur noch zerstören. Da kriegst du die Hälfte des Materials raus. Also muss ich jetzt das Haus um den Schrank bauen, ja? Wenn du ein Haus bauen möchtest, ja. Wenn ich zu geizig bin, den Schrank zu opfern. Aber da ist auch Metall drin, ne? Deswegen hat er Geld gekostet, okay. Genau, ja. Was haben wir hier so Schönes? Aber warte mal, jetzt muss ich mir das doch mal angucken. Das ist ein Fertighaus. Bauen wir ein Fertighaus oder bauen wir selber? Wenn ich doch jetzt... Moment, das muss ich doch mal eruieren hier.
Okay, also möchtest du jetzt ein Haus bauen, ja? Ja, man baut sich doch mal eine Base, oder? Ja. Aber wir haben ja schon ein Zelt und ein Bett. Wird auf Fundamenten und Böden platziert. Holzfundament. Holzboden. Hier ist es denn ein Holzfundament? Ah, warte mal. 6 Planken kostet ein so ein Fundamentding, ja? So ein Fertighaus kostet 64 Holzplanken. Mhm. Oder weniger. Dann ist ein Fertighaus wahrscheinlich günstiger von der Anschaffung, als es selber zu bauen. Möglich. Okay, wir sind 3 Leute. Also 2-stöckiges Haus mit 2 Zimmern ist dann schon mal Map. Einstöckiges Haus mit 3 Zimmern. Oder 2-stöckiges Haus mit 4 Zimmern und Hintereingang. Oder ein Retro-Farmhaus. Ist der Traum jedes echten Ranchers. Ich bin für das Fertigbauhaus Nummer 6. Wieso gibt es eigentlich nur 2, 4, 6 und Retro? Was ist mit 1 und 3 und 5? Keine Ahnung. Ich habe mal eben die Säge zum Wald gebracht. Ja. 64 okay. Planken hast du gesagt. Kann ich gleich nochmal gucken? Ich muss mich gerade für einen Standort entscheiden. Ich war schon wieder in der Ego-Perspektive. Ich kann das leider nicht so direkt über den Schrank bauen. Aber vielleicht bleiben wir einfach neben der Werkstatt, damit die Wege nicht so weit sind. Das ist schief. 35 Holzplanken, 175 Zement und 45 Metall. Das ist teuer. Und ich reiße es nochmal ab. Na, das ist nicht das teuerste. 40. Ja, 45 Metall sind halt $500, ne? Hm. Also weil wir noch einen 10er links kaufen können. Es ist immer noch schief. Hier liegt Fleisch. Woher weiß ich denn bitte, dass es richtig ist? Intuitiv. Ja, das habe ich jetzt zweimal schon verkackt. Kannst ja auch nicht gucken, wenn ich das noch nicht platziert habe. Naja, ich kann halt auch nicht gucken, ne? Das ist halt. Ich sehe halt nicht. Jetzt wird es süß, aber jetzt ist es ja auch, ne? Ja. Guckt ja, wie schief das jetzt. Was soll denn das? Nee, das geht so nicht. Dann muss ich halt ein bisschen Abstand halten, damit das nicht so auffällt. Fußgänger, 6 von 12. Hm. Tagesschrittzähler. Huch. Tschüss. Hm? Das ist ja gerade ein bisschen umgeflippt. Guck mal, so geht doch, oder? Moment. So sieht das halbwegs gerade aus. Hier stehen ganz viele Farbdosen. Damit kann man das ausbauen, ja. Holz?
So läuft das ab, ja? Peri wiederkommt, kann sie einziehen. Wir müssen erstmal was brauchen. Zement und was hast du sonst noch gesagt? Durchgucken. Zement und Metall. Ja. Muss mal gucken, wie viel Kohle wir haben, ob passt. Ich hätte anders gebaut. Wo genau steht denn jetzt die Säge? Die, siehst du mich? Nee. Da. Ja. Ah, da steht sie. Okay. Die Wege ein bisschen kürzer, wirst du. Metall habe ich jetzt schon 8 Stück eingesetzt. Ja, du kannst natürlich mal losdüsen und mal ins Bauhaus fahren. Okay. Dann säge ich hier die doof mal eine Runde weiter. Siebenunddreißig plus 8? Was? Wie viel sind 37 plus 8? 45? Okay, also 37 mal Metall muss ich holen und 175 Zement. Das habe ich gleich schon wieder vergessen. 37 Metall, 145, also 150 Zement. 175? 175? Ja, du kannst einen 10er oder einen 50er Schritt kaufen. Also kannst du aufrunden. Ja, oh Gott. Sie. Oh, ich hab noch Fleisch hinten drauf. Du zwischendrin im Laden oder im Burgerladen? Was? Im Burgerladen? Ja. Das ist eigentlich auf der Karte. Best Burger, nennt er sich. Oh, okay. Oh nein, das ist schon wieder dieselbe Leitplanke. Drum fahren, dass die Verkaufsfläche. Alles, was auf der Verkaufsfläche drauf ist, kannst du halt im Land verkaufen. Ich gucke hoch. Oh Gott. Und du musst eventuell auf den Sprit noch achten. Ich weiß nicht, wie viel noch im Land ist. Bisschen weniger als halb voll. Wo ist denn jetzt best? Dahinter. Gott, Gott, was habe ich denn hier für eine Kameraeinstellung? Was soll denn das? Entschuldigen Sie bitte. Ich mache sofort den Weg wieder frei. Es wird wieder dunkel. Oh nein. Best Book. Ah, okay. Jetzt fahre ich hier hin. Loading Area. Und wie kann ich verkaufen? Stellt sich da drauf, also muss im Prinzip das drauf sein, was du verkaufen willst. Kannst du mit dem ganzen Auto draufstellen? Ja, bin ich. Und dann gehst du rein. Achso. Ans Terminal. Und du hast ja Kaufen, Verkaufen Optionen. Wenn du reingehst, ist auch im Eingangsbereich ein Display, da steht auch schon mal. Wenn was Spezielles mit einem bestimmten Multiplikator verkauft werden soll. 3-mal Fleisch verkaufen. Habe ich gemacht. $45 erwirtschaftet. Ja. Nice. Ich bin auch hier reingekommen. Dann war das rumgelaufen. Na gut. Auf zum Baumarkt. Wo ist die Baumarkt? Hab ich doch eben markiert gehabt. Mm-hmm.
Oh. Okay. Na, komm, du schaffst das. Yay. Yeah. Das war weird. Oh, hab ich den Stau hier verursacht? Nein, der war schon so. Waren die Holländer unter sich? Ja, ja, den habe ich vorhin blockiert und. Oh, da ist schon wieder einer. War das der Hardware Store? Ist das der Baumarkt? Ja. So. Wie viel Metall brauche ich? 45 werden insgesamt gebraucht. 8 sind schon drin. 37. 40. Und Zement? Zement brauchen wir 175, also 180. Wir haben nicht genug Geld. Schlecht. Dann müssen wir wohl erst Geld erwirtschaften. Dann kauf schon mal das. Du kaufst schon mal was? Ich habe schon mal ein Teil gekauft. Okay. Ich hoffe, das fliegt mir nicht von der Ladefläche. Disponieren, damit das hier alles reinpasst. Das ist, wenn man einen Großeinkauf im Baumarkt macht. Oh, regnet es? Bei mir? Es regnet. Oh, ist das jetzt? Rein. Oh, ist ja noch Metall. Ja, Holzplanken sind drin, ist wieder noch Zement und Metall. Ja, ich komme. Oh Gott. Wenn ich nicht vorher das Auto geschrottet habe. Jetzt bringt das. Ja, hier in der Stadt ist schon früher dran gewesen. Wo ist denn zu Hause? Ach, da unten. Da, wo wir sind. Im Regen Auto fahren, im Dunkeln, das ist ja was für mich. Da sehe ich doch am wenigsten. Uiuiuiuiui. Leitplanke. Oh mein Gott, ah Gott. Nichts passiert. Keiner gesehen. Oh nein. Da bin ich wieder.
habe nassen Zement dabei. Perfekt. Wollte nicht ins Auto. Wollte Metall. Tja. So. Hier, Peri, pass mal aufs Metall auf. Will ich das irgendwo am Kopf setzen? Dann müssen wir jetzt schauen, wie wir mit übergebliebenen $44 Geld machen. Dann. Wir können ohne die Peri nicht schlafen gehen. Oder? Nee. Das heißt, wir müssen doch jagen gehen. Oder mal gucken, wie wir unter anderem was bauen, was uns Geld bringt. Wir sind ja ein Farm-Ranch-Simulator, ne? Wenn wir was bauen, was uns Geld bringt? Ja. Hier erwirtschaftet man Geld, indem man Pflanzen verkauft, also sprich sowas wie Obst. Hier erwirtschaftet man Geld, indem man Tiere besitzt, die man entweder schlachtet und weiterverarbeitet oder anzapft und Milch produziert und weiterverarbeitet. Dann bräuchten wir aber Geld, um ein Tier zu kaufen. Korrekt. Wir haben kein Geld mehr, ich habe alles ausgegeben. Korrekt. Wir sind ja kein Bausimulator. Also müssen wir doch Tiere töten. Ja, es gibt dir doch die Möglichkeiten, die Questgeber hier zu suchen und darüber noch ein, zwei Quests zu machen, zum Beispiel. Aber ich würde vorschlagen, dass wir ja irgendwas in diese Richtung machen, muss man sich halt entscheiden. Hast du die Säge hier im Nassen immer noch eingeschaltet? Ja, weil die keinen Sprit verbraucht, wenn die nicht benutzt. Ist das so? Ja, es ist. Ich bin so darauf getrimmt, Sachen, die man nicht mehr braucht, auszumachen, dass ich das Bedürfnis habe, sie auszumachen. Dann stopp doch lieber ein Stück Holz da rein. Es regnet, ich sehe überhaupt nicht die Anzeige. Da ist gar keine Anzeige. Von was? Vom Tank. Doch. Oh. Oben drüber, ganz groß in Orange. Ich habe die Waffe in der Hand, deswegen. Jetzt sehe ich. Waffe jetzt? Nee, mit Waffe jetzt nicht, hast du recht. Ich gehe jetzt nächtlich jagen. Okay, nimm's Auto mit. So, ich wollte. Achso. Da ich mal. Nee, das ist halt das Problem, dass du halt nicht viel transportieren kannst in der Hand, außer ein Fleisch. Jetzt, wo du es sagst, das macht Sinn. Oh, jetzt kannst du mit Waffe nicht in dein Auto, oder was? Oh, ich habe aber nicht mehr viel Sprit. Dann geht dann. Ich habe kein Geld für dein. 44, ja, wir brauchen. Komm mal her. Nee, ich gehe jetzt jagen. Du gehst jetzt jagen? Ja. Okay. Gehen wir ein bisschen die Map erkunden. Was haben wir denn hier? Mhm. Was ist das? Du kannst ja mal, während du die Map erkunden bist, mal im Laden vorbeifahren und mal gucken, was kostet. Also wie zum Beispiel Tiere oder Samen für irgendwas. Du könntest doch mal gucken, ob wir Eier haben. Ja, kann ich auch machen. Sag mal, wo sind denn die ganzen Tiere hin? Wo war hier den teuren Sprit? Oh Gott. Na, die Hühner hier im Dach da mal schön direkt. Wenn der Luft hier über ist. Nein, es gibt, glaube ich, keine Eier. Na toll.
irgendwie schon fast das Futter auf. Hallo, ich habe die Handbremse geschoben. Hm, gezogen. Geschoben. Mhm. Oh Gott. Hä? Oh. Hallo, Tier. Nein, bleib hier, bleib hier. Huch, jetzt habe ich hier Steam-Overlay angemacht. Ich will doch nur das Tier erschießen. Was machst du denn? Ich bin nie vertraut mit Tastenbelegungen. Mhm. Bleib hier, ich habe jetzt schon Kugeln an dich verschwendet. Ha. Jäger aus Leidenschaft, 4 von 10. Mhm. Wow, leidenschaftlicher Jäger, du. Nein, oh Gott. Kann ich nur eins aufheben? Ja, natürlich. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo mein Auto ist. Oh, doch, da. Ja, überfahr mich nicht, überfahr mich nicht. Habe ich das jetzt erschossen? Irgendwo hier, ne? Es ist so dunkel. Tja. Hätte nicht gedacht, dass ich das noch wiederfinde jetzt. Mhm. Ich habe 3 Fleisch verdient. Ja, gut. Fahr zur Tankstelle. Tanken beginnen. Ach, da. Für Radiosender hier. Ich gehe mal das Fleisch direkt verkaufen. Mhm. Ich bastel uns derweil mein kleines Beet. Oh. Sauer Klebefleisch hält sogar bei einer Rolle. Hm. Sag mal, erst komme ich nicht über die Leitplanke und jetzt rolle ich einfach drüber und fall runter. Ist das im Lied oder lachst du gerade komisch? Ich? Ich hoffe, das ist im Lied. Ist schon gut. Ich hab nicht gelacht. Okay. Wo ist der Burger?
kann es auch im normalen Laden verkaufen. Kann ich das auch im Hardware-Store verkaufen? Nee, ich glaube nicht. Bin doch immer blind, wo ist denn dieser Kackladen jetzt her? Police Department. Swifty. Swifty? Was? Swifty? Ganz Swifty? Nein, ich bin ganz Swifty. Um Gottes Willen. Ich bin kein Swifty. Nein, bin ich ganz furchtbar. Es tut mir leid. Ein Swifty zu sein, oder? Nö, da soll jeder machen, wie er lustig ist, aber ich kann mit dieser Musik nicht so viel anfangen. Mal vielleicht ein, zwei, aber das war's dann auch. Nein, ja, so Radio läuft so nicht, ja. Ja, so ungefähr. Wo ist dieser Burger-Shop? Im Fazbeladen. Welcher Laden? Ach, der Laden. Gut, liegt doch Weg nach Hause vielleicht. Laden. Der Laden. Vielleicht der Laden, bin ich dann unterwegs ja noch irgendwas zum Erschießen. Weil da kannst du mal googeln wegen Samen. Hm. Ist das nicht Männersache? Ach. Ich glaube, so super. Ja, ich auch. Der Laden. Der Laden. Ich bin da. Cell Area. Mach die Tür auf. Achso, verkaufen. Dreimal Wildfleisch. Okay, kriegt man hier genauso wenig. Ich soll Samen kaufen. Gärtnern. Was hätten wir denn gerne? Tomaten, Erdbeeren, Kürbis. Aber woher weiß ich, wie lange die brauchen? Ja, das steht dann auch so dran. Ne? Das ist relativ, also bringt ein was Tütchen. Es gibt manche geben mehr, manche geben weniger im Verkauf. Dafür wachsen die ein bisschen länger und die anderen sind schneller. Wie viel Beet hast du denn? Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beet. Eine Tüte sind 5 Samen. Also soll ich 2 Tüten kaufen? Kannst du machen, ne? Dann bin ich sparsam. Soll ich einen Sprinkler kaufen? Nein. Okay. Ich will am Geld ausgeben, weißt du? Ja, oh, ja, ich dachte, das erleichtert dir vielleicht die Arbeit. Noch nicht. Hab ich die jetzt dabei oder muss ich die irgendwie irgendwo aufladen? Ich muss die liegen draußen auf der Verkaufsfläche. Die musst du da jetzt einsammeln. So. Sehr lieblos hier hingescheppert. Liegt sogar auf der Straße. Frechheit ist das. Dafür sitzt eine Verkäuferin. Fasse. Oh, hier ist Stau. Reicht das? Vielleicht. Oh je, 20 Zement. Okay. Du hast jetzt gar kein Zement mehr, ne? Nope. Fuck. Ja. Dann wird's kritisch. Wo sind sie? Wo soll ich das abladen? Hier bei diesem Holzfundament? Ja, aber leg die Tüten mal nur hin, weil wir können die gerade nicht benutzen. Bitteschön. Weil die Beete brauchen Wasser, ja? Ich wollte den Sprinkler mitbringen. Sprinkler hilft ja nicht.
Sprinkler hilft ja nur, wenn du Wasser hast, was der Sprinkler ziehen kann. Sonst hätte wir nicht haben. Jetzt hat noch einen Eimer, womit die alles machen können, aber ich weiß nicht, wie viel Wasser hier drin ist. Ich gehe auf die Jagd. Du gehst auf die Jagd, sehr gut. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall für den Brunnen noch 20 Zement. Das ist ein schönes Gekauf. Geht auch. Weiter haben wir. Ja. Oh Gott, wo hab ich denn hier gelandet? Oh mein Gott. Nichts passiert. Gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Ich häng fest. Ich habe mich fest. Oh Gott. Schon gut. Jetzt geh doch da rauf. Komm, du schaffst das. Ach, dann nehme ich doch. Ah. Ich weiß nicht, wo ich hier hingefahren bin, aber das ist nicht so gut. Da könnte ich raufkommen. Aber hier müssen doch irgendwo mal Tiere sein. Einfach mal das Radio wieder los, da war ich jetzt gar nicht drauf gefasst. Zu einer Walkürenmusik. Nicht so fündig. Ich komme sonst zurück, weil wir die Folge beenden müssen. Okay, okay. Da kannst du Pipi. Pipi merken. Ich habe markiert. Stimmt. Vielleicht finde ich ja unterwegs doch noch mal irgendwie ein Reh oder so. Wie sind die Tiere heute weg? Oh, bin doch schneller zu Hause als gedacht. Hallo. Vierteltankverfahren für nix. Sag mal, hä, wie komme ich denn hier wieder raus? Mensch, so. Was ist das denn hier? Ich habe hier einfach mal einen Brunnen hingestellt. Ich weiß nicht, kann man auch anders hinstellen später. Hä, hast du das hier gemacht oder war das schon? Dieses Holz. Das ist Müll, das war schon. Das ist Müll, aber das sieht schön aus. Das Kaminholz. Müll. Ja, kann man leider nicht verwenden. Das wäre so cool. Hm. Euch geht's gut? Ja, weil. Ja, mal gucken, ob die Eier erlegt haben oder hingekackt. Na gut, keine Eier und keine Kaki. Wurde auch gerade gespeichert, perfekt.
Bei mir schwebt sie jetzt in der Luft. Bei mir nicht, nur. Und zwar so, dass ich in der Tat hier drunter laufen kann. Die schwebt jetzt auf meinem Kopf. Bei mir leider nicht. Eieieiei. Oh, jetzt ist sie wieder gelandet. Du musst das Metallding unter ihre Füße setzen. So, so weit es geht. Vielleicht, Aber jetzt steht sie. Warte, bleibst du stehen? Sie schwebt auf deinem Kopf. Ja, siehst du, bei mir schwebt sie jetzt so einen Zentimeter über eine Metallplatte. Warte, kann ich mich irgendwie so daneben stellen? Dreht sich viel zu schnell rum mit ihrem Umgucken hier. Nein, dreht sich doch nicht rum. Kann ich mich hocken? Ja. Ich kann mich leider nicht in die gleiche Richtung drehen. Dass man mich von vorne sieht, das geht viel zu schnell. Naja, gut. Da ist sie wieder. Na dann. Auf. Ende, Teil 2. Mal sehen, ob wir im dritten Teil das Haus gebaut kriegen. Schauen wir mal. Gut, dann sagen wir auch im Namen von Piri einmal Tschüss, ne? Tschüss. Tschüss.